Ja, hallo Leute, ja, warum ich jetzt mehr Lebensenergie habe und warum ich mit dem Auto rumfahre und warum das Auto so zerbeult aussieht. Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Boah, Hilfe. Wäre es fast schon wieder gewesen hier. Ja, beim letzten Mal, als ich beendet habe, ist das Spiel leider abgeschmiert. Deshalb musste ich jetzt das Auto nochmal herfahren. Das wollte ich nicht komplett euch nochmal antun. Deshalb, oh shit, fangen wir hier nochmal an. Ah, ich rutsche. Wir fahren das Auto jetzt... Ah, oh Gott, deshalb ist das Auto übrigens so verbeult, weil ich das die ganze Zeit schon mache. Ja, wir müssen jetzt nochmal schnell die zwei Autos, die wir entfernt haben, nochmal entfernen. Und danach geht's aber durch die Tür. Mit Hilfe der Tür starten wir dann die nächste Mission. Und was auch immer es da gehen wird, es wird uns sicherlich Spaß und Freude bereiten. Habe ich noch Munition? Nee, meine Munition habe ich oft gebraucht, stimmt. Weil ich musste mir ja wieder ein Auto klauen und der Arsch wollte nicht richtig aussteigen, habe ich den abgeknallt. Ich weiß, ich bin knallhart hier, der Peter, der liegt richtig los. Oh, na, das reicht schon, ich bin nah genug dran. Guten Abend. Weg damit, die Waffe ist nämlich leer. So, jetzt löschen wir nochmal schnell die beiden Autos. Ich brauche gelöschte Autos und zwar schnell, und zwar einmal den hier und einmal den hier. Hau weg. Gut. Einmal in die Ecke gesprungen und jetzt kann's aber losgehen, ey. Danke für die Autos und so, ne? Los geht's! Die nächste Mission heißt... Nur zur Erholung. Das klingt aber schön. Der heutige Job ist die reine Erholung, Jungs. Da ist eine Importfirma, die jede Menge Luxusgüter aus der ganzen Welt ins Land bringt. Gestern ist wieder eine Schiffsladung vor dem Zeug im Hafen angekommen. Sag mal, und ein da paar einer? Dinge auf der Liste würden mir schon gefallen. Was haben die, was wir nicht haben, Boss? Naja, ich habe lange keine ordentliche Zigarre mehr geraucht. Und die haben fast eine Tonne davon. Zigarren? Ja, Zigarren. Was ist daran so seltsam? Die Kunden in unseren Nachtclubs möchten gute Qualitätszigarren rauchen. Aber die sind teuer und schwer zu beschaffen. Wenn wir jetzt eine Wagenladung der besten Zigarren bekommen, verdienen wir damit so viel wie bei einem Banküberfall. Was? Oh mein Gott, bringt mir einfach eine Wagenladung. Pauli, erklär es ihnen. Ja? Okay. Hör zu. Pauli, was zum Teufel geht hier vor? Woher zum Teufel soll ich das wissen, Tommy? Wir müssen einfach nur einen LKW mit teuren Zigarren schnappen. Der Don will sie haben und wir kriegen Geld dafür. Also müssen wir sie beschaffen. Scheint mir nur ein zu kleiner Fisch für ihn. Vergiss es, Tom. Die Zigarren, die wir stehlen sollen, sind in Kisten verpackt am Hafen. Wir brauchen nur einen LKW, mit dem wir zum Hafen fahren. Und dann müssen wir da rein. Wie sollen wir vorgehen? Die Wache am Hafen ist jetzt ein wenig schärfer als zu Morellos Zeiten. Stimmt genau. Die harte Tour läuft nicht. Also ziehen wir das ganz cool durch. Wir schnappen uns einen der LKWs, während er Güter durch die Stadt transportiert. Okay. Auf ihren LKWs steht in großer Schrift Atlantic Import. Wir warten einfach, bis einer aus dem Hafen kommt. Dem folgen wir zu einem ruhigen Örtchen ohne Bullen und versperren ihm den Weg. Mit ein paar Schüssen in die Luft holen wir den Fahrer raus. Sobald wir seine Papiere haben, kann einer von uns in den Hafen hinein. Und wir legen den armen Kerl um? Nee, das macht zu viel Ärger. Wir holen ihn aus dem Wagen und nehmen ihm alles ab, was er bei sich hat. Du fährst mit dem LKW zum Hafen, Tommy. Okay. Dort belädst du ihn mit den Zigarrenkisten und wir treffen uns an der verabredeten Stelle. Ich lade sie alleine auf, lade sie alleine ab und rauche vielleicht eine oder zwei. Und was macht ihr? Wir warten ein Stück vom Hafen entfernt an der verabredeten Stelle. Und wenn dich jemand verfolgt, dann kümmern wir uns um ihn. Dann bringst du den LKW zum Übergabepunkt. Ja, okay. Und woran erkenne ich diese Kisten? Auf den Kisten steht der Schriftzug Scorsese Import-Export. Und die verabredete Stelle? Wir fahren hin, ich zeig's euch. Ja, okay, gut. Wir fahren zuerst dahin und dann holen wir uns den LKW. Na dann los. Naja, Zigarren, also da haben wir schon übleres Zeug geklaut. Also ganz so schwer wird's ja wohl nicht werden, würde ich mal sagen. Sag mal, wer wischt denn hier? Hört ihr das auch immer, dieses Platschen? Wahrscheinlich, weil der hier sauber gemacht hat, hä? Hier drin das Platsch, Platsch und so. Na, was soll's? So, du stehst im Weg, ne? Das merkst du, oder? Was soll denn das?
gefälligst Platz. Hi. Hi, Jungs. Ich habe hier was für euch. Heute mal was ganz Besonderes. Besonderer ist der? Na gut, das sind zwei Türen. Da brauchen wir schon schön vier Türen, ne? Wenn wir zu dritt unterwegs sind hier. So besonders sieht er jetzt aber auch nicht aus, hä? Sieht echt gut aus. Naja, es geht. Ziemlich groß. Ziemlich groß der Wagen, aber ansonsten finde ich, jetzt macht er nicht unbedingt so viel her. Also da hatte ich schon schönere jetzt. Ja, okay, sieht leicht aus. Danke, Ralfi. Gern geschehen. So, was ich jetzt gerne hätte, wären ein paar ordentliche Wummen. Kriege ich da was? Oder darf ich keinerlei Waffen bei mir tragen? Hallo. Ich brauche Krawumms-Effekt, also her damit. Aber ein bisschen Dalli. Hey Jungs, was darf's denn sein? Gib Tom Schläger und Knarre und uns zwei Thompsons. Okay. Ja, da lagen die Tommys schon bereit. Zumindest eine. Und hier kommt jetzt mein Zeug, ein wunderschöner Schläger. Ja, danke. Was ist mit dem 1911er? Aber zack, kriege ich überhaupt einen 1911er? Was kriege ich denn? Ja, sehr schön. Ich liebe den 1911er, das ist so eine richtig tolle Pistole. Zielsicher, macht ordentlich Schaden. Schnelle Schussfolge, genau was ein Gangster braucht. Lasst mich zum Auto, sonst klopp ich euch. Und dann fahren wir nichts wie zur verabredeten Stelle. So, aufmachen die Kiste. So, kann losgehen. Einsteigen, Jungs. Achso, hier, ne? Geschwindigkeitsbegrenzer, der sollte schon mit von der Partie sein. So, jetzt schön vorsichtig und los geht's. Aber der hat eine gute Beschleunigung. Der Wagen gefällt mir. Wie hieß nochmal das Unternehmen? Skazune oder sowas? Keine Ahnung, irgendwas. Ska, Import, Export, sowas in der Art. So. Also gut, wir müssen zu einem Haus im der Treffpunkt ist ja gar nicht weit. Sehr schön. Das läuft ja schon mal schön. Ja, da fahren wir links, rechts. Links, rechts, links. Und dann sind wir schon fast da. Das ist doch eine feine Sache. Ich dachte jetzt, wir müssen vielleicht wieder bis sonst wohin fahren. Aber nix da. Das passt. Wie Arsch auf Eimer. Habe ich mal gehört irgendwo, eventuell. Dom, dom, schubidubidub. Boah, schade. Ich dachte, ich zwiebel den schön weg. Aber ich bin durch den durchgefahren. Sehr schade. Aber den kriege ich. Ja. Jetzt müssen wir gucken. Hier müssen wir nämlich irgendwo reinfahren. Ich glaube, hier vorne ist ein guter Punkt zum Reinfahren. So. Müssen wir aussteigen okay, dazu? Okay. Ja. Hier ist es. Perfekt. Wo wir alle zusammen sind, wollte ich euch was fragen. Okay. Was ist denn, Pauli? Naja, ich möchte ein kleines Ding drehen und könnte euch dazu brauchen. Ach wirklich? Was für ein Ding? Eigentlich ist es ja ein großes Ding. Allein schaffe ich es nicht und ihr seid meine Freunde. Ich meine, naja, ihr wisst schon. Und Salieri? Weiß er davon? Nein, er weiß nichts. Und er muss auch nichts davon erfahren. Er hat auch schon genug Kohle, oder nicht? Also, worum geht's dabei? Ja, ich habe mir diese Bank angeschaut. Was? Oh. Ganz ruhig bleiben. Die Bank ist nicht sehr sicher, nur eine kleine Filiale. Am Monatsende haben die immer einen Haufen Bares im Safe. Damit könnten wir reich werden, wenn alles klappt. Oder wir sind alle tot. Was ist denn los mit dir? Außerdem haben wir genug Geld. Quatsch, uns geht's nicht schlecht, aber wir sind auch nicht reich. Ich habe kein Haus im Villenviertel. Und wenn ich ein paar Wochen nicht arbeite, kann ich nicht mal die Miete bezahlen. Weiß nicht, ob das ein guter Plan ist, Polly. Was meinst du, Sam? Ohne mich. Die Familie bedeutet mir wirklich was. Na gut, ihr habt wahrscheinlich recht. Vergesst's. Ich hab nur mal laut gedacht.
Okay. Ist auch besser so. Okay. Banküberfall. Es ist soweit. Ich mach mich mal bereit. Das ist ein bisschen heftig. Zurück. Tom, wir müssen zum Hafen. Ja, geht klar. Na, dann steigen Sie mal ein. Einsteigen, die Dame. So. Schwuppdiwupp. So, der Hafen ist auch ganz in der Nähe. Ah, ich hätte hier reingemusst. Hab ich das noch? Autschen! Das war nicht mit Absicht. Armes Auto. Oh, das ist schön. Hier ist ja alles auf einem Haufen. Auf einem Hafen. Hahaha. Hier ist ja alles auf einem Haufen. Das scheint die Sache ja doch relativ schnell zu laufen, hä? Na, mal schauen. So, jetzt müssen wir nur noch an den LKW kommen. Ich nehme an, wir warten einfach vor dem Hafen, bis ein LKW rauskommt. Und wenn der rauskommt, verfolgen wir den, bis wir den irgendwo an einer ruhigen Stelle haben. Dann holen wir uns den LKW und fahren selbst zurück. Boah, Mensch, du Lümmel. Pass doch mal ein bisschen auf, ey. Oh, hier ist ein schicker Tunnel. Achterbahn! Ach nee, ich habe ja Geschwindigkeitsbegrenzer drin. Sonst wäre das jetzt nämlich schön abgegangen, aber nein. Oh, da Lost Heaven. Oh, das ist aber was Feines, aber. Stehle den LKW. Auf einen LKW. Folgen ihm, überholen ihn an einer ruhigen Stelle und bedienen uns dann. Gut, ich tue mal so, als wären wir voll die Besucher, die hier nur parken. Und da fährt der LKW auch schon los, wie es aussieht. Da hält er nochmal an. Warum auch immer. Ist das gewollt, dass der nochmal anhält? Oder fährt er jetzt gleich mal weiter hier? Ich glaube, jetzt fährt er gerade weiter. Okay, jetzt müssen wir den nur noch an irgendeiner ruhigen Stelle anhalten. Und der fährt links rum. Oh ja, der fährt in den Tunnel hier unten rein. Das ist ja perfekt. Tu mir nichts! Stamm ihn dir, wir brauchen die Papiere! Ich will die Papiere! Dann passiert dir auch nichts. Ja, was ist jetzt mit den Papieren? Töte mich nicht, ich hab Frau, und Kinder. Kinder. Tu's nicht. Nein, au, bitte verschwinde. Du machst mich wütend, Tommy. Ah, Papiere. Ich treffe Sam und warte dann auf dich. Alles klar, gut. Das lief ja wieder mal eine Scorsese Import. Nach den Kisten soll ich suchen. Gut. Oh, ist hinter mir ein Auto oder was? Ich komme hier nämlich nicht rum. Hinter mir ein Auto, vor mir ein Idiot. Na wunderbar. So, jetzt aber nichts wie zum Hafen. Schwickdiwipdi, bipdiwipdi, schnippdiwipdi. Das war ja echt eine genial schnelle Nummer jetzt. So, darf ich rein oder was? Guten Tag. Kann ich bitte Ihre Papiere sehen? Ja, klar. Hier, da hast du. Hey, was machst du da? Du musst erst ausladen, bevor du eine neue Ladung kriegst. Ach so? Du darfst hier nicht rein. Na gut, dann... Ich komm da mal später wieder, ne? Ich schmeiß das Zeug einfach auf den Parkplatz hier weg, würde ich sagen. Irgendwo, wo es nicht jeder gleich sieht. So, wie mache ich denn das jetzt? Soll ich die Kisten einfach nehmen? Kiste aufheben. Schwupp. Ja. Schwupp. Ah, nein, 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 ich möchte gar nicht fahren. Ich möchte nur noch ein paar Kisten runterwerfen. Kiste aufheben. Wegwerfen den Mist. Weg damit. Da-dam, dam. Dam-da-dam, da-dam, dam. Weg mit der Kiste. Die Kiste stört nur. Kein Mensch will sie haben. Schmeiß sie doch weg. Keiner will Kisten. Kann ich die von hier nehmen? Nein, dann muss ich wieder auf die andere Seite. Na, fantastisch. Husch.
Und husch. So, jetzt probieren wir es doch gleich nochmal. So, die Hände nochmal schnell geleert, damit wir da drin nicht mit einer Waffe rumrennen. Wenn hier am Tor jetzt schon Bewaffnete stehen, wie muss das dann erst weiter hinten aussehen, ne? Stopp, kann ich bitte Ihre Papiere sehen? Ja, von mir aus, hier, bitteschön, ich komme gerade von ganz weit her, hab was ausgeladen, ne? Und ja, dankeschön. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Augen aufhalten nach diesen komischen Kisten. Scorsese oder so hießen die. Stehle alle Scorsese-Importkisten. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie wir die erkennen. Die sind garantiert in irgendeinem Lager. Deshalb fahren wir einfach mal kreuz und quer die Lager ab. Hier ist ein Lager, das ist aber zu, wie es aussieht. Ne, hier ist offen. Ich kann nur gerade nicht erkennen, was da drauf steht. Oh, hier sind wir richtig. Scorsese. Sehr fein. Da hat man doch gleich den richtigen Riecher. Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ja, Chef. Kann ich nicht einfach so eine Kiste nehmen? Wie lade ich denn die jetzt auf? Ach so, mache ich das. Wie nah muss ich denn ran? Ah, näher wahrscheinlich. Aber ich lade die erstmal hier unten ab. Gib mir die Kisten. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich hau die Kisten alle runter, das kann ich nämlich gut. Ich hätte den LKW wohl näher hier dran parken sollen. Doch daran hab ich nicht gedacht, denn ich bin der Peter. Und das kann nicht jeder. So eine Mist verzapfen, so wie Ischeli. Boah, wie viele Kisten sind das? Da bin ich ja in 100 Jahren noch nicht fertig. Hör mal, zack. Ich muss mich doch bestimmt beeilen, der schifft doch nicht ewig in die Ecke. Da. Das ist blöd, dass ich den LKW so doof geparkt habe. Ich hätte näher ranfahren sollen, aber ich war mir halt nicht sicher. Wo bist du damit hin? Diese Kisten fasst niemand an. Du kamst mir doch gleich verdächtig vor. Wache, wir haben hier einen Eindringling. Wache! Nicht gut. Ah, ich will feuern. Ich habe ein richtiges Problem, Leute. Boah. Ich habe so derb verkackt gerade. Riech die Tommy. Ah, nein, 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 nein. Ah, au, au, au. So ein Mist. Wisst ihr, was ich glaube und vermute? Vielleicht können wir dem Typen ja folgen, wenn er pissen geht. Und dann ziehen wir dem heimlich eine über den Nacken. Dann können wir doch eigentlich ganz in Ruhe einladen. Das klingt nach einer Top-Idee. So, diesmal packe ich aber den LKW näher dran. Oh, perfekt, da stehe ich sogar direkt hier oben. So muss das sein. Tach. Das sind die Scorsese Import-Export-Kisten. Ich darf die bestimmt nicht einfach nehmen. Jetzt wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ja, Chef. Und jetzt folgen wir dem Pisser.
Im wahrsten Sinne des Wortes ist er nämlich ein Pisser, wie es aussieht. Oder ein Scheißer, je nachdem. Ich weiß nur, dass der nicht mehr lange lebt. Nein, 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 nicht wegwerfen. Oh shit, das haben die mitgekriegt, Leute. Okay, ich habe wieder mal Mist gebaut. Egal, ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Mal gucken, wie wir die Sache noch regeln können. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.